So, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Heldenwerk-Abenteuer, ein Fest für die Augen, für das schwarze Auge, herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß! Ja, auf den nächsten 16 Seiten passiert tatsächlich eine ganze Menge, wie mir aufgefallen ist beim Lesen. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil bei den anderen Heldenwerken gar nicht so sehr viel zu tun ist. Hier gibt es aber auch noch eine ganze Menge an Szenenwechseln und eben auch an Genres, die bedient werden. Sprich, wir haben so einen kleinen Krimi, wir haben so eine kleine Party, eben dann mit so ein paar Talenten, die man dann hier einführen kann oder die man benutzen könnte. Alternativ wird dann am Ende auch noch ein bisschen geschlichen oder gekämpft oder beides, das kann man sich aussuchen. Aber hier ist echt noch eine ganze Menge zu tun. Ich werde aber erst einmal noch ein bisschen darüber reden, worum es hier überhaupt geht, denn das sollte man natürlich auch erwähnen. Ah, bei diesem Bild werde ich ganz wuschig. Wir befinden uns in Zorgarn, sprich in Aranien, ehemaliges Oron. Und wer da dann an Belkelel denkt, der wird da auch nicht enttäuscht werden. Aber bevor ihr hier abschaltet, weil ihr das böse Wort Belkelel gehört habt, ja, es geht natürlich um dämonische Wesenheiten, aber es geht in diesem Fall um Drogen bzw. um eine Salbe, die dann jemandem die Schönheit wiederbringt. Wie genau das dann abläuft und wer dann hier ermordet wird. Also es gibt eine kleine Party, ein Etablissement, in dem dann jemand getötet wird und die Aufgabe der Charaktere ist es dann vor Ort herauszufinden, wer das dann war und warum derjenige dann den anderen umgebracht hat. Ich werde hier dann wenig zu sagen, wenn euch das wirklich interessiert, ja, dann drückt halt auf Stopp und lest euch das durch. Aber wie gesagt, die Helden sehen einen Mord, beziehungsweise sehen dann eine tote Person, müssen dann ein paar Hinweise sammeln, ein bisschen Spuren suchen, ein paar Leute befragen und können dann am Ende darauf kommen, dass es sich hierbei um eine Drogensucht gehandelt hat, beziehungsweise dann Suchterscheinungen, die dann hier ja, bekämpft worden sind. Und sie versuchen dann auch so herauszufinden, woher diese Drogen denn kommen und müssen dann zu einem Unterschlupf von ein paar Schuften, so nenne ich sie einfach mal, können dann da so ein bisschen über Mittelsmänner und über tote Briefkasten herausfinden, wo dieses Schmugglerversteck liegt. Und wenn sie dort angekommen sind, dann können sie sich entscheiden, wie sie dort vorgehen. Ob sie dann einfach dieses Schmugglerversteck angreifen, ob sie da reinschleichen und dann da irgendwelche bösen Dinge tun oder das Ganze aufklären oder sie die Stadtwache rufen, was natürlich nicht sehr heldenhaft ist, wenn man dann die Stadtwache ruft, aber wie genau dann die Helden vorgehen, ist dann erstmal ihnen überlassen. Also sie sind auf dieser Party, auf der Party passiert ein Mord. Sie müssen dann herausfinden, warum der oder diejenige gestorben ist und dann ja weitere Ermittlungen anschließen. Sprich, dann die Schmuggler finden. Das ist so ein bisschen der Plot. Das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber ich mache das extra. Ich breche das extra jetzt so ein bisschen herunter, weil ich dann später in der Modularität dann doch noch ein paar Punkte mehr gebe, weil das dann, so wie ich es jetzt erzählt habe, auch für jedes andere Setting und Szenario möglich ist. Sprich, wenn ich das bei Shadowrun leiten, kann ich das da auch machen. Ich kann das auch für Cthulhu leiten. Ich kann das sogar besonders gut für Cthulhu erzählen. Ich kann dieses Abenteuer ja in verschiedenen anderen Settings und Szenarien erzählen und das funktioniert so, wie ich das jetzt erzählt habe. Da kann man sich dann noch ein bisschen orientieren an diesem Abenteuer, aber es macht auf alle Fälle Sinn, dass man ja dieses Buch dann hier als Grundlage nimmt und daher kann ich dann da in der Modularität später ein paar Punkte mehr geben. Natürlich kommt es dann am Ende auch zu der Aufklärung, wer hat da wen getötet und wer ist der Böse und ja, am Ende kann man dann natürlich auch noch eine Belkelel-Paktiererin, die sind ja meistens weiblich, warum auch immer, kann man die dann auch aufhalten. Fand ich ganz besonders schön. Ich hatte mir das durchgelesen und das Dämonenmal von ihr ist eine extrem unnatürliche Wespentaille. Und ich habe das gelesen, habe das erstmal sehr gefeiert. Ja, ganz generell ist das Buch bzw. der Plot dann damit auch schon abgeschlossen. Man kann dann natürlich den Ausklang noch sehr ausschmücken. Das finde ich immer besonders schön, wenn es da dann viele Möglichkeiten gibt. Denn es war nicht irgendein Auftraggeber oder irgendeine Party, auf der sie waren, sondern die Helden bekommen danach Kontakte für die Madabasari oder von den Madabasari. Wer die kennt, das ist eine Handelsorganisation, die vor allem in den ptolemäischen Landen unterwegs sind und agieren. Das ist so quasi Störrebrand aus Kunchum bzw. aus Aranien.
Und das finde ich immer ganz schön, wenn dann so ein kleineres Abenteuer dann eben auch viel, ja, Kontakte auch liefert, die man dann im weiteren Verlauf seines Heldenlebens benutzen kann. Aber nachdem dann dieses Schmugglerviertel aufgehalten worden ist oder dieses Schmugglerhaus aufgehalten worden ist mit den ganzen Leuten drin, dieser Dämon dann exorziert, getötet worden ist und die Paktiererin aufgehalten wurde, die natürlich auch noch eine Hintergrundstory hat, ist das Abenteuer quasi auch schon wieder zu Ende. Aber naja gut, 16 Seiten, wirklich viel mehr ist das dann nicht. Aber für die wenigen Seiten dann doch mehr als üblich, zumindest in meinen Augen. Ich gehe in meiner Bewertung dann gleich nochmal ein bisschen drauf ein, warum das mit der SL-Schwierigkeit wieder so ein kleineres Thema ist. Aber das könnt ihr euch dann jetzt ja dazu ansehen. Ja, wir fangen wie immer oben an. Modularität gebe ich 3 von 4 Punkten. Ich habe dir schon was zu gesagt. Ich hatte erst überlegt, ob es denn verschiebbar ist. Ja, es ist. Also es ist völlig egal, in welchem Jahr man das spielt. Es gibt hier zwar einen Hintergrund mit den Zorganpocken, aber man kann das auch unabhängig von dem Ausbruch im Jahre 1013 spielen. Das geht also. Man kann es auch in andere Städte verlagern. Das ist dann mit Belkelel, ist das natürlich dann in Aranien und Oron, ist das alles sehr, da gehört es hin, sag ich mal so. Aber es geht natürlich auch in jeder anderen Stadt, wo man dann Drogen verticken könnte. Also auch Al'Anfa bietet sich da an oder Mengbilla. Oder wie gesagt, eine ganz andere Welt dann mit Shadowrun oder Cthulhu. Spielspaß, ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Es sind ein paar Tipps drin, die dann eben auch dafür sorgen, wenn man bei einem Krimi nicht weiterkommt, dass dann der Spielleiter da die nicht auf dem Schlauch stehen lässt. Weil das führt immer ganz schnell zu Frustrationen bei Krimis, wenn man nicht weiter weiß, wenn man nicht genug Hinweise findet, und da wird dann auch geholfen. Ansonsten gibt es viele Gesellschaftstalente, die abgefragt werden auf der Party. Man kann schleichen, man kann kämpfen. Eigentlich das, was fehlt, ist so ein bisschen der Naturpart, aber den braucht man in so einem Ding auch nicht. Und ich weiß auch, dass viele Spieler diesen Reisepart gar nicht so sehr mögen. Das war jetzt ja in der letzten Rezension, die ich gemacht habe mit der Schwarzen See. Das war nur ein Reiseszenario. Jetzt gucken wir uns einfach mal nur so ein bisschen Gesellschaft an und so ein bisschen Kampf mit drin, wo man dann gegen kleinen Dämon kämpfen kann. Da tritt man einmal auf die Kröte drauf und dann ist sie tot. Ja, die SL-Schwierigkeit. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich hier 3 von 4 Punkten gebe. Warum mache ich das? Die Party, die Gäste auf dem Fest, die sind beschrieben. Es sind nicht so sehr viele. Ich habe ja auch schon bei anderen Rezensionen gesagt, das macht keinen Sinn, wenn ihr da 120 NPCs anführt. Die kann ich sowieso nicht alle darstellen. Hier sind es wenige. Sie haben aber auch wenige Stichpunkte, die sie bekommen haben. Irgendwas, was sie auszeichnet. Also bei jedem steht irgendwie bei, noch welche Schuhe sie tragen. Also das mag vielleicht ganz lustig sein, welche Schuhe sie haben, wenn man da so einen kleinen Fetisch für hat, aber ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn man ihre Charaktereigenschaften dann eher hinschreibt, als dass sie schlank sind und in einer langen Tunika gekleidet sind mit einem Gürtel. Es macht eher Sinn, wenn ich weiß, sie sind cholerisch oder melancholisch oder sowas, dann weiß ich eher, wie ich sowas spielen soll. Und dann interessiert es mich auch nicht, welche Augenfarbe sie haben. Ne? Deswegen muss ich da Punkte abziehen, beziehungsweise einen Punkt. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere Tipps, die dann hier für den Spielleiter gegeben werden, beziehungsweise auch Tipps für dann die Spieler, die gegeben werden. Ja, und daher ist das dann hilfreich. Der Rest des Abenteuers sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein. Nur auf dem Fest müsste man dann eben schauen, wie man das ordentlich improvisiert, beziehungsweise wie man dann den einzelnen Gästen Leben einhaucht. Das ist dann der wichtigste Punkt in diesem Abenteuer. Da muss man sich dann eben auf dem Fest noch so ein bisschen vorbereiten. Bonuspunkte. Hier kann ich tatsächlich ohne schlechtes Gewissen 4 von 4 Punkten geben. Ich sage ja immer, wenn ein Abenteuer wenig falsch macht, dann kriegt man die fast automatisch. Aber hier sind eben nochmal schöne Bilder drin. Also ich habe euch jetzt einmal das Foto von, beziehungsweise Foto, die Zeichnung von diesem Haus gezeigt. Das finde ich super. Auch dann mit diesen Flamingos, die da rumstehen, und auch das Krötenfoto von dem Burkesch. Auch das fand ich toll. Es gab ein anderes Foto aus dem Tractatus Contrademonis, wo die Bilder ja sowieso alle sehr hässlich waren. Das kann ich tatsächlich so sagen. Aber hier hat man dann ein neues Bild spendiert und das fand ich sehr gut. Und da freue ich mich, dass es dann hier eben auch in dieser Publikation auftaucht. Daher 4 von 4 Punkten, und damit können wir dann auch eine abschließende Punkteanzahl geben.
Wir sind wieder bei 14 von 16, damit ist es wieder ein gutes Abenteuer, was ich empfehlen kann, definitiv. Und wer dann demnächst irgendwo in dem Thulamidischen Raum oder auch gerne in Alanfa spielen will, der kann da auf ohne Probleme zugreifen. Ist tatsächlich ein ziemlich gutes Abenteuer dafür, dass es so kurz ist und bei dem Preis pro Seite sollte man, glaube ich, auch nicht meckern. Gut, damit bin ich durch. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.